Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten das letzte Mal uns den Grid-Befehl angeschaut, also wie man in einem Raster Elemente in das Fenster hineinsetzt, und hatten uns dazu die Eigenschaften Row und Column angesehen. Column Span hatte ich auf das nächste Video verschoben, und in diesem Video werden wir uns ansehen, was es mit der Eigenschaft Sticky auf sich hat und wie man mehrere Widgets in einer Zelle platzieren kann. So, dazu gehen wir in unser Programm hinein und wir schauen uns als erstes mal an, was macht die Eigenschaft Sticky. Ich öffne nochmal das Fenster, um zu zeigen, so sieht's aus. Und jetzt werden wir uns mal hier das mit Welt, das werden wir uns jetzt mal ein bisschen genauer ansehen. Das ist unser Label 2. Und da tippe ich jetzt mal ein, Komma, Sticky. So. Und das heißt eigentlich irgendwo dran kleben. Und ich werde das Ganze jetzt mal auf W setzen. Und ihr erinnert euch noch daran, das wird nach Westen, Osten, Norden und Süden eingeteilt. Warum, ist eine große Frage. Man hätte es ja auch mit Bottom und Top und Left und Right machen können, aber gut, okay. So, ich ändere das einfach um und so. Und jetzt seht ihr, dass Welt an den linken Rand gerutscht ist. So. Ich schließe das Ganze wieder. Ich probiere das Ganze mit South aus. Jetzt müsste es nach unten rutschen. Und siehe da, es ist unten. Jetzt kann ich das Ganze auch natürlich mit North und mit East machen. Aber ich zeige euch noch etwas anderes. Ich hoffe, ich habe es jetzt in der richtigen Reihenfolge. Southwest. Ja. Und jetzt seht ihr, rutscht das an den linken unteren Rand. Genau dasselbe könnte ich aber auch machen mit Northwest. Na. Oder Northeast. Jetzt müsste es an den rechten oberen Rand rutschen. So. Und da ist es. Na, also der rechte obere Rand. Wir sehen den ja jetzt nicht ganz genau, aber der sitzt hier. Ne? So. Müsste man vielleicht mal dem Label hier eine andere Hintergrundfarbe geben, dann würde man das besser sehen. Machen wir auch gleich mal. So. Dem gebe ich mal die Hintergrundfarbe. BG ist gleich. Na. Schönes helles Blau. Und dem geben wir mal die Hintergrundfarbe BG ist gleich. Ja. Das müsste so ein Orange sein, hoffe ich. Und jetzt können wir es vielleicht besser sehen. Naja, also Orange hat sich, aber es ist zumindest so ein Zinnoberrot. So, und jetzt seht ihr das hier auch, ne? Also hier sind die Grenzen von den beiden Columns. Und jetzt sieht man hier auch so ungefähr in der Höhe, die Welt ist hier oben in die rechte obere Ecke gerutscht. Und das ermöglicht also Sticky. Und damit kann man eine ganze schöne Menge Sachen machen. Ich kann nämlich zum Beispiel sagen, Sticky ist gleich hier West. Und dann zeige ich euch gleich auch noch eine andere Sache. Ich möchte nämlich, dass hier unten das Frame mit den Knöpfen, dass das nicht über in einer Zelle drin sitzt, sondern über zwei Zellen verteilt ist. Und dazu mache ich Column Span und setze das Ganze auf 2. So. Und damit
schauen wir uns jetzt mal unseren So, und jetzt seht ihr, einmal habe ich dadurch, dass ich das Hallo auf Westen gesetzt habe und das Welt auf Osten. Komm her. Immer schlecht mit so einem kleinen Bildschirm, aber ich hoffe, ihr seht es gut. So, dadurch sitzen die jetzt direkt nebeneinander. Also ich kann die kann Elemente schön nebeneinander platzieren, auch wenn die Zellen ganz unterschiedliche Breiten haben, indem ich die nämlich einfach an die jeweiligen, an den jeweiligen Rand setze. Das ist das Erste, was ihr seht. Das Zweite, was ihr seht, ist zum Beispiel, dass vorher die erste Reihe, die erste Spalte in ihrer Breite von dem unsichtbaren Fenster mit den Knöpfen drin bestimmt wurde. Und jetzt haben wir aber dieses Frame mit den Knöpfen drin über zwei Zellen ausgedehnt. Das heißt, diese beiden Elemente bestimmen jetzt die Breite von den Spalten. Und jetzt sitzt hier dieser, dieses Label mit dem grünen Pfeil drin. Das sitzt jetzt ganz exakt in der Spalte drin. So, bestimmt noch die Höhe von der ersten Zeile. Aber ist nicht mehr dieser breite Abstand zu den Rändern da. So. Und hier, das sitzt jetzt genau in der Mitte drin und nimmt genau zwei Spalten in Anspruch. So, das ist das Erste, was ich euch damit zeigen wollte. Jetzt kann ich aber auch sagen, nee, ich möchte das nicht von der ersten Spalte an beginnen lassen, sondern von der zweiten Spalte an. Jetzt schauen wir uns das mal an. Das kann ich nämlich machen, indem ich einfach sage, ich setze Column auf 1. Jetzt beginnt das in der ersten Spalte und erstreckt sich dann auf die zweite Spalte noch dazu. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Und jetzt sitzt das genau mittig zwischen den beiden Knöpfen, zwischen den beiden Labels hier, ne? Also was wir können und was wir alles so machen. Da sitzt das jetzt genau drin. Wenn ich jetzt sage, nee, das möchte ich nicht so haben, ich möchte das an den einen oder an den anderen Rand platzieren, dann kann ich das Ganze eben auch noch mit Sticky weiter formatieren. Und ich mache jetzt mal Sticky ist gleich East und jetzt rückt das Ganze an den rechten Rand. So. Und ihr seht schon, mit so ein bisschen Tricks und Kniffen hat man eine relativ gute Kontrolle, auch wenn man viele Elemente hat, die man platzieren muss. Und man kann natürlich auch, das zeige ich euch jetzt auch noch, man kann natürlich auch zwei Sachen in einer Zelle platzieren. Und das machen wir jetzt nochmal. Und zwar setze ich mein Weltlabel setze ich zu dem grünen Pfeil mit in die Zelle hinein. So, und das schauen wir uns jetzt auch nochmal an, wie das aussieht. So, und jetzt seht ihr etwas, das ist erstaunlich, nämlich die beiden überschneiden sich. Ist also nicht zu empfehlen. So, ich zeige es euch auch nochmal bei dem anderen. Hier. Das sitzen jetzt alle in der ersten Reihe und in der ersten Spalte drin. Und wir schauen uns das an. Und hier seht ihr jetzt, hupsala, das verschwindet ja ganz. Ja, so, hier das wird übrigens ganz in den, wird jetzt ganz klein. Ne? Also ganz exakt ist die Methode nicht. Man muss also, wenn man sich bestimmte Sachen definiert, dann sollte man sich überlegen, wie man die Größe noch dort einordnet. Das kann man machen, indem man zum Beispiel eine Spalte hineinsetzt und Labels drin platziert, die dem Ganzen eine
feste Größe geben und man kann die Elemente drin dann insgesamt anordnen. Oh je, jetzt bin ich ein bisschen zu schnell, das müsste ich anschaulich machen. Naja gut, okay, also als erstes, ihr wisst jetzt, wie man die Elemente innerhalb einer Zelle positioniert, nämlich mit Sticky und mit diesem komischen Ost-West-Süd-Nord-Dingsel. Und erinnert euch auch daran, dass man eben tatsächlich auch noch Südosten oder Nordosten eingeben kann. Also man kann das auch schön in der Ecke platzieren. Und man kann mit Column Span, kann man sagen, ein Element besetzt zwei Zellen. Das Ganze geht übrigens auch, um das jetzt nochmal zu vervollständigen, geht natürlich auch mit Row Span. Und auch da gibt es so Fissematenten. Aber ihr könntet natürlich hier auch noch eingeben, was weiß ich, zum Beispiel Row Span ist gleich 2. Und ihr könnt das Ganze sogar noch kombinieren, indem ihr sagt, also ich habe eine Tabelle irgendwie mit 9 oder 8 mal 8 Zellen und ich möchte jetzt ein Element möchte ich über zwei Spalten und über zwei Reihen platzieren und dann sagt ihr einfach von Reihe so und so und Spalte so und so immer zwei Zellen und zwei Zellen nach links, nach rechts und zwei Zellen nach unten besetzen. Na, also ihr könnt also Row Span und Column Span gleichzeitig übergeben. So. Moment, Column Span. Also das ginge auch. Gut, so, das war's für diesmal. Jetzt wisst ihr noch besser, wie man Elemente platziert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann machen wir weiter mit den auch sehr wichtigen Sachen, nämlich mit den weiteren Widgets, die es in GUI gibt. Und als nächstes schauen wir uns das Eingabefeld an von Python. Bis dahin.